Hi, hallo, herzlich willkommen hier im Light Mountain Studio. Heute geht's um Top-Down-Mixing. Was ist Top-Down-Mixing? Es beschreibt eine Technik, wo man sozusagen viele Spuren zusammen EQ'd, komprimiert, bevor man anfängt, einzelne Signale, einzelne Instrumente, einzelne Spuren zu bearbeiten. Zum Beispiel, das Schlagzeug ist zu dumpf. Dann geht man auf die Gruppe und setzt auf die Gruppe einen EQ, anstatt die Hi-Hat, die Snare, alle anderen Spuren zu bearbeiten. Wir hören mal rein. Ich habe einen Mix gemacht für die Gruppe Kafka. Der Song heißt Kaputt. Und da probieren wir das mal aus. Also, los geht's. Und es ist alles so kaputt, kaputt, kaputt. Doch wer weiß, vielleicht können wir noch etwas reparieren. Es ist alles so kaputt, kaputt, kaputt. Doch wer weiß, vielleicht können wir noch etwas reparieren. Genau, wie ihr seht, habe ich gerade hier an der Drumgruppe ein bisschen rumgedreht. Ursprünglich haben wir ja gelernt, dass wir beim Mischen ganz spezifisch immer gucken, was ist mit der Hi-Hat, kriegt die noch ein bisschen Höhen. Dabei kann es aber sein, dass es manchmal sinnvoller ist und klanglich sogar besser, wenn man die ganze Gruppe bearbeitet oder gar das komplette, den Masterbus, dass man sagt, der ganze Mix ist mir etwas zu dumpf. Bevor ich jetzt in 15.000 Spuren gehe, gehe ich einfach auf den Masterbus und drehe einfach ein bisschen 5K rein. Das kann helfen. Das ist sozusagen der breite Pinsel. Manchmal merkt man dann, jetzt wird aber die Hi-Hat zu hoch tönig. Dann gehe ich auf die Hi-Hat und ziehe runter. Ich vergleiche das immer mit einem bekannten Sandwich-Restaurant aus Deutschland oder was eigentlich aus Amerika kommt. Manchmal ist es günstiger zu sagen, ich hätte gerne alles ohne Gurke, als jedes einzelne Gemüse einzeln aufzuzählen. Und so ähnlich kann man sich Top-Down-Mixing vorstellen. Equalizer oben rein. Jetzt wird die Gurke ein bisschen zu saftig. Hi-Hat wird zu höhenreich. Dann gehe ich da einfach lieber ein bisschen runter. Hab aber alles mit bearbeitet. Also wir schauen jetzt hier nochmal rein und gucken mal, was ich mit den Drums gemacht habe. Ich schalte euch mal an und aus. Es ist alles so kaputt, kaputt, kaputt. Doch wer weiß, vielleicht können wir noch etwas reparieren. Das ist wirklich krass. Merkt ihr das? Also, das sieht ja hier nicht nach viel aus, obwohl wir haben hier fast 10 dB Höhen reingeschoben. Das ist enorm. Hören wir nochmal rein. Und es ist alles so kaputt, kaputt, kaputt. Doch wer weiß, die 808 scheppert hier ordentlich mit. Das ist das ist eine gute Möglichkeit hier, weil wir so viel Tiefbass haben, habe ich da natürlich auch ein bisschen rausgezogen. Und den Tiefbass raus, die Höhen vor allem machen einen enormen Unterschied. Doch wer weiß, vielleicht. Und wie gesagt, schaut euch das an. Ich könnte jetzt natürlich in die Snare gehen. Ich könnte in die Hi-Hat gehen und könnte jedes einzelne Instrument hier, was hier auch schon passiert ist, aber eher mit dem Low, mit dem High-Pass. Da könnte ich natürlich wirklich viel machen, aber manchmal ist der große Pinsel doch auch sehr wichtig. Was ich sowieso immer mache, dazu rate ich euch auch, immer Gruppen zu erstellen für diese verschiedenen Instrumente. Hier ist es zum Beispiel die Gitarrengruppe. Und das können wir uns auch mal anhören, wie die klingen. Es ist alles so kaputt, kaputt.
Das Übersteuern kommt jetzt nicht etwa durch eine übersteuerte Digitalstufe, sondern das ist hier mit dem Saturn gemacht, dass die Gitarren hier noch ein bisschen mehr Crunch kriegen. Das ist aber tatsächlich auf den Einzelspuren. Hier ist jetzt mal mein EQ. Was ich dann nämlich auch mache, ist, dass ich mir am Ende noch mal schaue. Warte mal. Jetzt klingt für mich alles okay, aber gibt es doch noch Frequenzen, die sich beißen. Und da ist es dann gut, die Gruppen zu haben, weil da kann ich dann ganz konkret noch mal Drum und Bass noch mal ein bisschen austarieren. Ich kann gucken, ob die Gitarren mir vielleicht im Ganzen zu viel Mitten haben, wenn der Gesang jetzt plötzlich dabei ist. Da mache ich auch oft den Trick mit dem Multiband-Kompressor, dass mir die Vocals immer die Mitten von den einzelnen Instrumenten wegdacken. Aber das benutze ich einfach auch noch mal, um grobe Einstellungen, einfach, dass ich merke, ich will die Gitarre ein bisschen dumpfer haben. Ich will diese nökige Frequenz, die sich jetzt aufschaukelt durch die Kombination vieler Instrumente. Das ist ja auch manchmal das Ding. Weil wir gehen durch die Einzelspuren und es fällt nichts auf, aber durch die Gruppierung fällt auf, da sind jetzt Frequenzen, die sich aufgeschaukelt haben, mitten zum Beispiel, gerade bei Gitarren. Also, wir gucken rein. Hier ist die Frequenz, von der ich erzählt habe. Und diese doch sehr harten, tiefen Höhen oder hohen Mitten. Ja, und wie gesagt, dafür braucht ihr eine gute Abhöre. Es hilft nichts, weil das sind Feinheiten in den Frequenzen, die mit schlechtem Equipment nicht zu hören sind. Also da rate ich euch, einen guten Kopfhörer oder gute Boxen euch möglichst an den Start zu bringen, weil am Ende geht es um viele kleine Entscheidungen von wenig dB, die aber im Gesamtmix dann doch einen Unterschied machen. Wir hören das nochmal im Gesamten. Es ist alles kaputt! Es ist alles so kaputt, kaputt, kaputt! Doch wer weiß, vielleicht können wir noch etwas reparieren. Es ist alles kaputt. Es ist alles so kaputt, kaputt, kaputt. Doch wer weiß, vielleicht können wir noch. Ich gebe zu, der Unterschied bei den Gitarren ist marginal. Dagegen nochmal unsere Schlagzeuggruppen-EQing, das ist da doch deutlich extremer. Und Klimakrise normal, aber das ist es nicht. Es ist alles kaputt. Es ist alles so kaputt, kaputt, kaputt. Doch wer weiß, vielleicht können wir noch etwas reparieren. Es ist alles kaputt. Es ist alles so kaputt, kaputt, kaputt. Doch wer weiß, vielleicht können wir noch etwas reparieren. Ja, das ist doch dann echt krass. Probiert das mal aus. Geht mal bei euren Mixen, ihr stellt grundsätzlich die Balancen erstmal her und dann stellt ihr euch die Frage oder hört mal schon mal ein paar Referenzen und stellt fest, wir sind insgesamt viel zu höhenreich oder eben das Gegenteil, wir sind viel zu dumpf. Das heißt, wir gehen dann in den Masterbus und machen da schon mal mit einem guten EQ breitbandig anheben. Schmalbandig absenken, die Regel behaltet immer im Kopf, um dann einfach zu gucken, kriege ich das mit diesem groben Pinsel erstmal hin. Und wenn ich dann feststelle, jetzt sind gewisse Elemente zu harsch, geht die an und senkt da ein bisschen ab. Das ist Top-Down-Mixing. Also probiert's aus, viel Spaß, wir hören nochmal weiter in den Mix und ich sage auf Wiedersehen. Keine verfickte Maschine kann diese ganze Kaputtheit nicht ignorieren. Wie viele müssen sterben, bis es juckt? Wie viele rechte Netzwerke braucht es für einen Putsch?